Amazon, der Killer des Einzelhandels. Amazon beherrscht nicht den Onlinehandel. Amazon ist der Onlinehandel. Jedes Jahr vertrauen immer mehr Menschen der Vertriebsplattform von Amazon. Weltweit dominiert Amazon den Handel. Eine massive Kaufkraftverschiebung ganzer Regionen gerät aus dem Gleichgewicht. In den Städten schreitet das Händlersterben voran. Was im ersten Augenblick für viele der Wandel der Zeit ist, das ist langfristig ein Risiko für den Kunden selber. Warum? Nun, derjenige, der den Markt beherrscht, entscheidet über den Preis, die Verfügbarkeit und auch die Qualität der Produkte, die angeboten werden. Wettbewerb wird effektiv ausgeschaltet. 2021 kommentierte ein Einzelhändler aus Esslingen das wie folgt. Amazon ist eine Macht, nicht vergleichbar. Also sprich, ich kann so einen Profi natürlich nicht mit einem kleinen stationären Einzelhändler vergleichen. Klar, die haben natürlich von allem das beste Umtauschrecht, den besten Service, die schnellste und die einfachste Bestellung. Mit Sicherheit, wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber was kostet es unterm Strich uns alle? Und was ist das End vom Lied für uns alle? Faktisch, Amazon macht einen Verdrängungswettbewerb. Das ist Fakt. Wenn bei Amazon durch diese 100.000 neue Mitarbeiter oder Arbeitsplätze, die in den USA jetzt entstanden sind in der Corona-Pandemie, das sind ganz viele andere Arbeitsplätze bei, sag ich mal, bei Konkurrenten, bei anderen Online-Konkurrenten mit Sicherheit kaputt gegangen. Die Regel ist eigentlich, wenn bei Amazon ein neuer Arbeitsplatz entsteht, gehen zwei Arbeitsplätze bei bestehenden Unternehmen kaputt. Er verdrängt. Er geht in den Markt rein. Er ist jetzt in den letzten Jahren, will Jeff Bezos den großen Markt Indien übernehmen. Er geht da rein, investiert Milliarden, macht aber von den Milliarden, aus den Milliarden nicht mal Gewinn, sondern am Ende des Jahres macht er 900 Millionen Verlust. Schafft er, mit Milliarden zu investieren. So, weil er einfach einen Preiskampf macht. Und wenn alle anderen Konkurrenten den Preiskampf verloren haben, dann übernimmt er den jeweiligen Markt. Das ist die Strategie von Amazon. Und das ist schon eigentlich richtig bösartig. Nein, nicht, dass Amazon der Teufel an sich ist. Nein, Amazon weiß, was der Kunde möchte. Eine einfache und risikofreie Kaufabwicklung sowie eine kostenfreie Rücksendemöglichkeit. Eine maximale Produktverfügbarkeit. Das alles ist grundsätzlich gut für den Kunden. Die Vorteile des Einzelhandels helfen da wenig. Dabei sind die Vorteile des Einzelhandels im Internet kaum darstellbar. Vor Ort einkaufen ist teilweise ein Ritual. Kunden können Freunde oder Bekannte mit dabei haben. Ja, und einkaufen ist auch Unterhaltung und manchmal Genuss. Stellenweise ist das Produkt selber nur das Mittel zum Zweck und fördert das soziale Miteinander. Produkte können zudem unmittelbar mitgenommen werden. Aber auch fühlen, hören, sehen ist elementar beim Einkauf im Einzelhandel. Zusätzlich hilft Fachpersonal bei der richtigen Produktauswahl. Okay, mal mehr, mal auch weniger. Doch spätestens seit der Corona-Pandemie wurde dies alles so gut wie ausgeschaltet. Erkennen kann man das an den vielen Kaufberatungsvideos auf YouTube oder anderen Kanälen. Selbsternannte Fachleute haben Hochkonjunktur. Diese sind gefragter denn je. Fühlen, hören, schmecken, das machen jetzt andere für uns. Zusätzlich belastet die aktuelle Rücksendewut unsere Logistik und auch unsere Umwelt. Nachhaltiger einkaufen kann man eher im Einzelhandel. Was kann gegen das Aussterben des Einzelhandels, insbesondere in der Innenstadt, getan werden? Was kann jeder Einzelne dafür tun? Dazu noch ein Kommentar von Klaus aus Esslingen. Ich möchte auch nochmal klarstellen, es geht nicht darum, dass ich jetzt sagen möchte, Onlinehandel ist schlecht. Quatsch, wir haben ja auch einen Online-Shop. Es geht in der heutigen Zeit einfach darum,
Wenn ich online kaufe, muss ich überlegen, wen will ich unterstützen? Will ich hier wieder vielleicht regional was Gutes tun, weil der Händler vor Ort auch einen Online-Shop hat und ich selber bin vielleicht gerade verhindert oder zu bequem, in die Stadt, in den Laden zu gehen, dann muss ich doch sagen, dann muss ich doch als Endverbraucher zuerst mal überlegen, könnte ich nicht dieses Geschäft einem regionalen Händler zukommen lassen, indem ich bei dem in seinem Online-Shop bestelle. Muss ich dann einfach, weil es so super bequem ist und ich mit One-Click bei Amazon bestellen kann, den Jeff Bezos, der Inhaber von diesem Riesenkonzern, noch reicher machen. Nur mal ganz kurz die Zahlen. Corona-Pandemie. Der große Gewinner ist Amazon. Jeff Bezos hat seit Anfang dieses Jahres nochmal 24 Milliarden US-Dollar mehr verdient. Er war schon vorher der reichste Mann der Welt, jetzt ist er noch reicher, indem er, hat man es aufgeschrieben, 139 Milliarden US-Dollar jetzt besitzt. Er ist mit Abstand der reichste Mensch auf der Welt. So, und er wird täglich noch reicher. Er hat in der Corona-Pandemie allein in den USA 100.000 neue Mitarbeiter einstellen müssen, nur damit er dieses Aufkommen, dieses zusätzliche Aufkommen von der ganzen Bestellflut überhaupt bewältigen konnte. 100.000 Mitarbeiter nur in den USA. Das ist der wirkliche Gewinner in der Pandemie. Und ganz, ganz viele andere haben halt einfach richtig viel verloren. Und deshalb muss sich jeder Einzelne überlegen, möchte man dieses System noch reicher machen oder denke ich vorher nach, bevor ich meinen Klick vergebe bei einer Online-Bestellung. Nochmal zu dem Thema, das sind auch Zahlen, die sind sehr interessant. Amazon verschickt momentan 158 Pakete pro Sekunde. Das macht 14 Millionen Pakete pro Tag. Das sind 5 Milliarden Pakete im Jahr. Nur mal so, dass man mal eine Vorstellung hat, wie groß ist das Ding. Die haben mittlerweile über 300 Millionen Kunden weltweit. Und das Ziel von Jeff Bezos ist, die ganze Welt online zu regieren. Abgesehen von Amazon ist ein weiterer Verursacher oft die jeweilige Stadtverwaltung einer Stadt selbst. Diese ist mitverantwortlich an der Entwicklung der Innenstadt. Doch Stadtoberhäupter investieren ihre Kräfte meist in Expansion. Wohnungsbau ist oft wichtiger als eine ausgewogene Stadtentwicklung. Verständlich ist doch das Einkommen des Oberbürgermeisters an die Einwohnerzahlen der Stadt gekoppelt. Mehr Einwohner heißt somit, ich gönne mir eine Gehaltserhöhung. Aber auch die Sicht auf die Gewerbesteuereinnahmen sind bei den Entscheidern der Stadtverwaltung oft getrübt. Gehen die Hauptbestandteile der Gewerbesteuer doch oft an dem Stadtsäckchen vorbei. Unternehmen stellen ihre Filialen, Niederlassungen oder Tochterfirmen gerne steuerneutral dar. Das heißt, im besten Fall entstehen vor Ort keine Gewinne. Diese werden am Hauptstandort der Firma steueroptimiert umgesetzt. Bei kleinen Einzelhändlern trifft das nicht unbedingt zu. Dort entstehen aber auch nicht die großen Gewinne und Umsätze. Doch Unternehmer, die höhere Beiträge zu versteuern haben, können es sich heutzutage nicht leisten, ihre Firma nicht steueroptimiert aufzustellen. Denn Online-Giganten wie Amazon treiben dies auf die Spitze. Steuervermeidungsgesellschaften sind dort Grundlage des Gewinns. Städte können dennoch die Bedingungen des Einzelhandels im Stadtzentrum positiv verändern und gleichzeitig davon profitieren. Angefangen von Verkehrskonzepten und Anlieferregelungen sowie ausreichend Parkplätze. Desto größer die Stadt, desto größer ist auch der Anspruch an einem breiten Mobilitätsangebot. Zusätzlich sind die regionalen Besonderheiten wichtiger als irgendwelche Kulturveranstaltungen. Das Besondere, das Einzigartige, das zieht die Menschen an. Aber natürlich helfen auch Veranstaltungen. Veranstaltungen, die langfristig die Menschen in die Städte lockt. Es gilt, die Vielfalt zu erhalten.
Denn wir wollen Auswahl. Wir wollen viel Auswahl. Auswahl bedeutet eine höhere Chance, etwas Passendes zu finden. Kunden haben somit ein geringeres Risiko, enttäuscht heimfahren zu müssen. Ohne Wettbewerber geht die Vielfalt der Städte verloren. Ja, das macht die Situation nicht leichter. Also ich finde es immer jammerschade, wenn ein Mitbewerber kaputt geht oder schließt oder zumacht. Ich bin froh über jeden vernünftigen Laden, den es hier gibt, der hier existiert oder der hier vielleicht sogar aufmacht. Aber hier ist eigentlich eher ein Weggang oder Schließungen an der Tagesordnung als alles andere. Und ja, Konkurrenz belebt das Geschäft und macht es auch bunter, ganz einfach. Die Innenstadt lebt natürlich durch eine Vielfalt. Und mir persönlich wäre es lieber, wenn wir noch mehr gleichgelagerte, ähnlich gelagerte Einzelhändler hätten, um da einfach ein bisschen mehr Leben reinzubringen und die Stadt auch, sage ich mal, für den Endverbraucher, für den Kunden attraktiver zu machen. Das wäre schön, weil dann ist natürlich auch für jeden Einzelnen ist das wieder mehr Grund zu sagen, heute gehen wir mal nach Esslingen shoppen. So. Und ja, da müssen wir dafür kämpfen, aber es ist halt tatsächlich so, wir brauchen die Hilfe gerade von jedermann. Also ich spreche jetzt bei wir nicht nur für uns als Firma, sondern für den kompletten Einzelhandel hier in der Stadt. Und da muss halt tatsächlich jeder Einzelne sagen, okay, ich unterstütze jetzt meine Stadt, ich unterstütze jetzt den Einzelhandel. Und jeder muss seine Hausaufgaben machen, die Stadtverwaltung genauso. Sie muss ihr Verhalten überdenken und auch über kleinkarierte Gesetze vielleicht mal drüber nachdenken, ob man die vielleicht vor allem in so einer Zeit wie jetzt aussetzt oder gar nicht so ernst nimmt. Ja, Einzelhändler wie Klaus F. handeln aus Überzeugung, das ist klar zu hören. Aus Überzeugung unserer Region, ihrer Stadt etwas Gutes zu tun, für Vielfalt zu sorgen, Einkaufen zum Erlebnis machen. Es geht nicht nur darum, Produkte zu verkaufen. Das machen sicherlich nicht alle, doch er ist kein Einzelfall. Regionale Unternehmer arbeiten für uns. Sie leisten uns einen Mehrwert. Mit ihrer individuellen Beratung gehen sie auf uns Kunden ein. Denn das macht den größten Unterschied zu Amazon. Dort wirst du nur penetrierst, bis du kaufst. Egal, ob dir das Produkt passt oder nicht. Mach auch du etwas für unsere Region. Geh du dieses Jahr mal wieder raus, geh shoppen, geh durch deine Stadt bummeln und klick nur etwas weniger bei Amazon rein. Damit sorgst du zudem für den Erhalt der Arbeitsplätze vor Ort.